Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Rescue 2. So, was haben wir denn hier? Einsatz 28, noch 2 Minuten. Oh, das ist mal wieder Routine, YouTube. Half 1. Sind die schon da? Die sind schon da, okay. Unit available. Hat man sich beim letzten Mal? Naja. Was soll's. Gut, Fahrzeug auswählen. Affirmative. Das geht ja fix hier. Nur mal so zur Routine, zum Einstieg. Schnell warm werden. Alle mal aussteigen, bitte. So, Feuerlöscher. Yes. Du auch. Understood. Und bitte einmal löschen. Affirmative. Understood. Das soll es ja schon wieder fast gewesen sein. So. Understood. Schon wieder einpacken. Gut. Ich piele natürlich schnell mit. Und widmen uns jetzt den wirklich wichtigen Aufgaben. Fire reported. Casualties reported. Okay. Ausgegangen wird empfohlen. Gut, ich wollte mal gucken, ob jetzt unser zweiter Mann wieder zurück ist. Wie es da aussieht. Da haben wir ja das neue Mädel jetzt drauf, ne? Ne, ist noch nicht wieder da. Warte mal, hier waren zwei. Da braucht keiner. Ach, es ist hier automatisch mit drauf. Gut, aber soll ich jetzt wirklich alleine fahren oder gucken wir uns nochmal? Obwohl, hier gibt es ein neues Fahrzeug. Großtank-Löschfahrzeug. Achso, braucht von großen Mengen Wasser zum Ansetzen transportieren und dort einzusetzen. Okay. Was kostet das Ding? 6000. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, also müssen wir mit unseren Leuten noch rauskommen. Das klappt schon, Leute. Das geht. So, Einsatz. Entsenden. Alles ausrücken, bitte. Dispatch 1, D2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Wie soll man gut mit den Funksprüchen das denn wirklich ansagen, ne? Wenn alles hinfährt. Ach ja. Tolle Wurst, die jetzt vor alle da sind. Aber naja, wir brauchen die auch nicht. Das sollten wir so hinkriegen, denke ich mal. Unit reporting in. Unit reporting in. Boah, erstmal einen Überblick verschaffen. Unit available. Okay. Muss rausgeholt. Zwei müssen rausgeholt werden. Ich glaube, das machen wir zuerst. Haben wir denn hier unten irgendwie einen Eingang, wo wir reinkommen? Hier müssen wir die Leiter dran stellen, auf jeden Fall. Kann ich schon mal aussteigen hier? So, Wasseranschluss ist gleich hier vorne. Ich würde fast sagen, wir nehmen erstmal die kleine Feuerwehr, weil da können wir ja dann. Der andere hat ja einen größeren Wassertank, ne? So, Leiter ist. Ne, und die soll mal das Ding hier wegkloppen. Das machst du mal. Affirmative. Hol das mal weg. So. Und du kannst schon mal einen Schlauch anschließen. Welches ist denn jetzt die richtige? Oh, das ist wieder was für mich, ey. So, einmal anschließen hier. So, und du machst mal die zweite auch nochmal weg. So, dann hier die. Schon mal hinfahren. Hast du das jetzt angeschlossen?
Gut, die Frage ist, wo soll dann der Anschluss hin? Wie macht man das nochmal? Achso, wir müssen hier zum Steigrohr. Hätten wir gar nicht gebraucht, ne? Ne, es ist falsch. Mach das Ding mal wieder ab. Setting up. Das so gut geht, ich weiß es nicht. Du gehst bitte schon mal hoch und rettest irgendwem. Lexa wieder wegbringen. Du gehst bitte schon mal. Nee, er kann auch nicht nach oben gehen, da muss er was mitnehmen. So, du bitte hoch. Ja doch, er könnte schon mal hingehen und den Strom abschalten eventuell. Und du nimmst dir jetzt mal. Wo haben wir denn jetzt dieses Ding? Brauchen wir da? Warte mal. Nee, das war ja nur dieses Teil. Ich überlege gerade. Oh, sonst brennt die Bude ab. Kommt dann da dran, ne? Aber dann muss ich ihn wieder abmachen. Understood. So, und du gehst bitte auch mal rein. Setting up. Immer. Und das war garantiert auch ein Fehler jetzt. Mist, ey. Affirmative. So. Wo sind meine Leute? Nimm den bitte mal mit. Affirmative. Dass jemand verletzt. Verdammte Scheiße. So, die müssen eh wieder runter. Das war jetzt Blödsinn. Ja, hallo, runter. Understood. Oh, der stirbt mir. Der stirbt. Affirmative. Ich glaube, die können wir nochmal neu starten. Nein, das war's schon. Understood. Was ist mit dir los? Roger. Understood. Understood. So, den schnell ablegen. Affirmative. Und wieder hoch mit dir. Los, zack. Affirmative. So, und ihr genau schön im Feuer stehen, super. Ah, Mist, ich brauche einen Verteiler. Understood. Egal, der muss schon mal anfangen zu löschen. Du legst mal deinen Kram hier Setting up. Dann gehst du mal runter. Understood. Und du bitte mal löschen hier. Understood. Können wir mal neben der Tür, genau. Sind wir schon oben? Ich kann den nicht auswählen. I'm running out of air. I'm running out of air. Raus mit dir. Yes. Affirmative. Raus. Affirmative. So, was mit dir? Kannst du jetzt hier durch? Affirmative. Yes. Hau die Tür auf. Nein, die Tür. Das wird nichts. So, ihr braucht Sauerstoff, ne? Affirmative. Du auch bitte. Affirmative. So, und einer nimmt Sauerstoff. Genau. Du auch. Understood.
Und einer von euch nimmt bitte mal den Verteiler mit. Understood. Die Frage ist, wo wird denn der Strom überhaupt abgestellt? Egal, erstmal nach oben. Ja. Yes. Wir müssen ja auch den Kollegen retten. Boah, jetzt alles total verraucht. Okay, du löscht mal weiter. Na, jetzt geht's auch nicht. Leg nochmal hin, das Ding. Einmal abmachen, bitte. Roger, boah, Leute, das haut nicht mehr hin. Was war denn da jetzt? Understood. I'm running out of air. Ich soll gleich tot. Understood. Hol doch mal die Feuerwehr. Ich kann jetzt nicht hier andauernd die Dinger wieder auffüllen. Affirmative. Yes. So. Affirmative. Roger. Trotzdem macht er jetzt keine neue Luft. Understood. Affirmative. Yes. Bah, lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Vielleicht soll ich erstmal den Kollegen rausholen. Understood. Bevor ich hier völlig ratlos bin. Roger. Understood. Und ich muss den Stromkasten suchen unbedingt. Und ich finde ihn nicht. Oh, erstmal jetzt den Typen. Na, das ist erstmal jetzt das Wichtigste. Komm rein, bitte. Wieso fällt die denn jetzt? Oh. Oh. Pass auf, leg mal dein Werkzeug weg. Und der hat, glaube ich, auch noch keine Luft hier geholt. Warum auch immer. Du sollst doch eine Sauerstoffflasche nehmen, mein Freund. Ja, aber wieso nimmt er sie dann nicht? Affirmative. Nee, steig aus. Wollen wir jetzt schon aufgeben, oder was? Ich verstehe das gerade nicht. Understood. Warum setzt er die Maske nicht auf? Understood. Können die auch nicht was machen hier? Dass die ihn hier ein bisschen verarzten? Du bist doch hier ausgebildet. Ne, kann er auch nicht machen. Affirmative. Bring dir mal ein Krankenhaus. Oh. Roger. Affirmative. Noch nichts etwas gemacht. Understood. Und Abfahrt. Tja, völliger Fail und ich frage mich echt, was soll das hier mit dem... wieso kann er das nicht nochmal aufheben? Ich verstehe es nicht. Da sind dann die Flaschen leer. Yes.
Weil wenn ich den jetzt, wie gesagt, so hoch schicke, dann das war's dann. Der fällt sofort um. Ich kann's probieren. Affirmative. Understood. Ob er noch die Kollegen rettet. Understood. Also auch wenn wir jetzt hier failen, YouTube, ich werde natürlich trotzdem nicht aufgeben. Wir werden das nochmal analysieren und ja. Puff. Bringt nichts mehr. Okay, so, wir machen das so, ich gucke mir das nochmal an und wir machen das einfach morgen nochmal, auch wenn ich gerade sehr traurig bin, wie das jetzt hier abgelaufen ist. Ich will mal gucken, wie ich das schaffe, oder ich schicke heute Abend noch eine Folge hinterher oder irgendwie morgen Vormittag oder so. Ich brauche Tipps, YouTube! Wie hättet ihr das gemacht? Was war falsch? Was hätte ich anders machen können? Ja. Wie gesagt, ich schaue nochmal, ob ich selbst da nochmal irgendwie was in der Anleitung finde mit dem Sauerstoffmasken und naja. Mission verlassen. Aber dann ist die weg, ne? Kann man die nicht einfach nur wiederholen? Weil ich kann jetzt nicht ewig warten, bis das Haus hier nochmal abbrennt. Gut, wir könnten nochmal kurz gucken, was wären denn noch Lösungsansätze gewesen. Vor allen Dingen, wo ist der Strom, ne? Gut, da ist jetzt hier schon fast nichts mehr. Was ist denn hier vorne? Ist ein Badezimmer, das ist aber nichts. So, hier ist auch nirgends ein Stromkasten. Da ist nur so ein Aktenschrank. Ja, so Stromkästen sind anscheinend gar nicht da. Das heißt, wir hätten vielleicht doch erst den Feuerlöscher, die Fernseher und so ausmachen müssen. Oder die Monitore. Aber die Zeit hat man doch gar nicht. Gibt mal hier draußen noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ne. Hätte ich mal vorher gespeichert. Hilft nix. YouTube! Macht's gut! Mist. Keine Ahnung. Yes.